diesem ehemaligen Fabrikgelände nehmen gleich rund 40 Menschen an einem ungewöhnlichen Selbstversuch teil. Noch wissen sie nicht, was auf sie zukommt. Sie werden erleben, wie schnell ein Mensch zum Opfer, aber auch zum Täter werden kann. Die Teilnehmer werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Einziges Auswahlkriterium: die Augenfarbe. Was die Teilnehmer nicht ahnen: die Blauäugigen sollen den ganzen Tag diskriminiert werden, die Braunäugigen sollen diskriminieren. Werden sich die beiden Gruppen in ihre Rolle hineinfügen oder widersetzen sie sich den Regeln? Wenn du dich nicht anschließt, dann ist der Workshop für dich beendet. Okay. Das ist dein Problem. Ja. Also schließt du dich an oder nicht? Wenn du einen vernünftigen Plan hast. Nein, tue ich nicht. Jetzt. Ja, dann hast du halt Pech gehabt. Dann hört dieser Workshop für dich sofort auf. Laut einer aktuellen Studie ist jeder vierte Deutsche ausländerfeindlich. Ein Bewerber wird wegen seines fremdklingenden Nachnamens nicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Eine Kopftuchträgerin hat schlechtere Karten bei der Wohnungssuche. Rassismus ist ganz subtil im Alltag und doch offensichtlich. Der Antirassismus-Trainer Jürgen Schlicher geht Vorurteilen seit über 20 Jahren auf den Grund. Er wird die Teilnehmer heute durch den Selbstversuch führen. Wenn wir die Leute hier gleich reinholen, wird es ungefähr 15 Minuten dauern und ihr werdet alle Vorurteile, die ich über Blauäugige hier reinbringe, in den Raum sehen können. Was die Blauäugigen noch nicht ahnen: sie werden gleich von den Braunäugigen getrennt und müssen in diesem Raum hier warten, ohne zu wissen, warum und wie lange. Dort steht eine Kamera, mit der wir sehen können, wie die Teilnehmer darauf reagieren. Könnt ihr bitte ihn mitnehmen? Nein. Keine körperlichen Angriffe hier. Nein, das geht nicht. Der Selbstversuch wird von zwei Experten begleitet: Professorin Juliane Degner und Professor Marc Schröter. In den nächsten 75 Minuten zeigen wir, wie Vorurteile entstehen. Und dass kaum einer von uns davor gefeit ist, in die Opferrolle zu geraten oder zum Täter zu werden. Und während Jürgen Schlicher im Saal die letzten Vorbereitungen für den Tag trifft, steigt bei den Teilnehmern vor der Tür die Anspannung. Rund 40 Leute haben sich bereit erklärt, an einem Workshop teilzunehmen. Keiner von ihnen weiß, dass es sich hierbei um ein Antirassismus-Training handelt. Jürgen Schlicher ist bereits voll und ganz in seiner Rolle als unnachgiebiger Trainer. Auf die ersten Teilnehmer wirkt er noch zuvorkommend. Ich bin dann reingegangen und so das Erste, wo ich mich natürlich so gewundert habe, dass Jürgen so immer so ein bisschen zweideutig war, nicht? Zu mir war er sehr freundlich und zum anderen war er ziemlich unhöflich gewesen, nicht? So, Freundchen, warum hast du das nicht gesehen? Ich kann dir sagen, warum du das nicht gesehen hast, weil du gerade am Quatschen warst und nicht aufgepasst hast, was die Sache ist. Wer hat sich jetzt also in die blöde Situation gebracht? Du mich, würde ich mal sagen. Weil du gequatscht hast? Mhm. Hab ich dich in die Situation gebracht? Ja. Suchst du gerade die Schuld für dein Versagen bei mir? Das war kein Versagen. Wer hat nicht gewusst, was er tun soll an Tisch? Das hat es einfach nicht getan. Ich tun muss, nur ich habe nochmal nachgefragt, um nochmal sicher zu gehen. So. Und wessen Zeit kostet das? Unser aller. Richtig. Setzen. Was die Teilnehmer nicht ahnen: bereits die Anmeldung ist Teil des Trainings. Jürgen Schlicher und sein Team behandeln die Gruppen schon jetzt unterschiedlich. Während die Braunäugigen freundlich durchgewunken werden, geht es den blauäugigen Teilnehmern an den Kragen. Kannst du schon lesen? Meinen Sie mit? Mhm. Was denken Sie? Was meinen Sie? Was stellen Sie sich vor? Es war eine ganz normale Frage, die man mit Ja oder Nein beantwortet. Ich frage Sie dann wieder. Okay, kannst du schon lesen? Ja oder Nein? Die Frage ist nicht schwer zu beantworten. Doch, du kannst lesen. Aber die ergibt sich von selbst. Okay, lies einfach vor, was da steht. Lies einfach vor, was da steht. Mach den Kram allein. Nächste. Über Monitore verfolgen die Experten im Nebenraum das Geschehen. Da hat tatsächlich jetzt schon der erste Teilnehmer reagiert und ist ausgestiegen. Eine ganz offensichtliche Respektlosigkeit stattgefunden. Es ist ein älterer Herr, der ist nicht gewohnt, dass er geduzt wird und schon gar nicht, dass er so behandelt wird. Und lässt sich das nicht bieten. Shader, eine Mitarbeiterin des Workshop-Teams, erklärt dem ersten Abbrecher die Hintergründe.
Sie möchten es nicht, aber wenn man als Flüchtling zum Beispiel nach Deutschland kommt, dann wird man nicht erst gefragt, ob man bitte sich freundlich irgendwo eintragen möchte. Man wird weggestellt, weggesetzt. Man wird nicht gesiezt, man wird einfach als so, wie Sie gerade behandelt. Das ist, was Ihnen gerade passiert ist und Sie können, und das ist Ihr vollstes Recht, sich aus dieser Situation entziehen. Sie können gleich rein. Jeder Teilnehmer muss an Jürgen Schlicher vorbei. Die Blauäugigen treffen dabei auf ungewohnte Feindseligkeit. Kann es sein, dass du möchtest, dass ich dir Hallo sage? Das ist deine Sache. Gut, dann mach einfach weiter. Wenn du das möchtest, dass ich mich eintrage, kannst du mir das sagen. Dann mache ich das auch. Kein Problem. Guck mal, du willst mich gerade zwingen, dass ich das so mache, wie du das möchtest, richtig? Nee. Okay, dann mach's einfach. Du möchtest es, mich so zwingen, dass ich es so mache, wie du möchtest. Also. Wie alle anderen auch. Dazu gehört für mich immer, da ich mal, zu den höflichen Menschen gehöre, gehört für mich immer ein Bitte dazu. Genau. Wenn ich möchte, dass bist jemand du was liest. Gewohnt, dass Leute dich um etwas bitten, damit du es tust? Ja. Ja. Was machst du, wenn du an eine rote Ampel kommst? Das sind durch Gesetze geregelt. Hier ist nichts durchs Gesetze geregelt. Doch. Nein. Doch. Durch welches Gesetz? Und das Gesetz bin heute ich und ich sage, wer hier an dem Workshop teilnehmen will, wird sich vorher eingetragen haben. Das ist interessant. Das Gesetz bist heute du. Das Problem ist, eine rote Ampel hat dir noch nie Bitte oder Danke gesagt, richtig? Nein, habe ich ja gesagt, das trag der ist der ein. Unterschied trag dich einfach vom ein. Gesetz. Trag dich einfach ein. Nee, so nicht. Okay. Dann mach den Platz frei. Ja. Nächste. Nächste. Die nächste Teilnehmerin hat braune Augen. Und erlebt deshalb eine ganz andere Begrüßung. Darf ich Sie was fragen? Gab es schon Situationen, in denen Sie etwas tun mussten, obwohl Sie nicht darum gebeten wurden? Situationen, in denen ich etwas tue? Ja, klar. Ja, klar. Dankeschön. Da vorne steht was zu trinken und zu essen. Bedienen Sie sich einfach. Danke. Nächste, bitte. Guten Morgen. Jürgen Schlicher wurde von der Erfinderin dieses Antirassismus-Trainings Jane Elliott ausgebildet. In den 60er Jahren arbeitet sie als Grundschullehrerin in Amerika. Diskriminierung und Rassentrennung sind an der Tagesordnung. In den folgenden Jahren entwickelt sie ihr Training weiter und bietet die Kurse inzwischen auch für Erwachsene an, um deren Blick für Rassismus zu schärfen. Heute arbeitet Jürgen Schlicher mit dieser Methode. Schau mich an. Mich. Hast du irgendeinen nervösen Tick? Bestimmt. Der dich irgendwie zwingt, immer so blöd zu grinsen, wenn du mich anguckst. Liegt bei mir in der Natur. Ich meine das völlig ernst. Okay. Deine Natur ist mir völlig scheißegal. Gut. Hör auf, mich so dämlich anzugrinsen, wenn ich dich angucke. Okay. Ich könnte es persönlich nehmen und das möchtest du nicht. Gut. Hast du das verstanden? Habe ich verstanden. Kein Blauäugiger entgeht der autoritären und herablassenden Behandlung. Und wenn ich irgendetwas absolut nicht ausstehen kann, ist, wenn die ganze Zeit jemand vor mir steht und macht. Unter dir steht ein Papierkorb, packt ein Kaugummi da rein. Unter dir ist da drunter. Hast du ein Problem mit Richtung? Was macht Herr Schlicher jetzt hier gerade mit dem Teilnehmer? Er setzt ihn herab, macht ihn klein, macht ihn zum Kind. Und er macht sich damit groß zum Vater oder zum Übervater und zur Autoritätsperson. Und zwingt ihn in diese Situation hinein. Setz dich hin, nimm deine Mütze ab, nimm dein Kaugummi raus. Na, wie Eltern mit kleinen Kindern sprechen. Bringt ihn damit in die Situation, sich eindeutig unterzuordnen. Geh mit und warte, bis du abgeholt wirst. Morgen. Die zwei Gesichter von Jürgen Schlicher verwirren die wartenden Teilnehmer. Der Jürgen, der war eigentlich im ersten Moment, wo ich ihn gesehen habe, auch bei dieser Anmeldesituation, dachte ich mir, okay, wie er da teilweise mit dem Stefan beispielsweise umgegangen ist. Er soll jetzt hinsetzen, den Kaugummi raustun und dachte ich mir eigentlich so ein paar Meter weiter hinten, alles klar, okay, weil er ist ein Des. Aber zu mir war er absolut nett, sehr freundlich, hat gefragt, ob er uns duzen darf. Ja, natürlich, kein Thema. Für mich war das ein super sympathischer Kerl. Aber diesen sympathischen Kerl lernen die Blauäugigen von einer ganz anderen Seite kennen. Der 25-jährige Björn aus Erfurt wird heute zum ersten Mal in seinem Leben diskriminiert. Versuch's nicht mal. Es war sehr einschüchternd natürlich. Er in seinem dunklen Anzug. Er kam ihm natürlich auch sehr nahe in diesen unangenehmen Bereich. Ist auch keinen Schritt zurückgewichen. Als ich den Stift habe fallen lassen, musste ich mich so neben ihm so runterbeugen. War sehr unangenehm. Weißt du, was du jetzt tun sollst? Mal auf so ein Schild tragen. Warum tust du es nicht endlich?
Ja, ja, eine Zeile einer Person. Soll ich sie jetzt hier oben eintragen? Der versucht mit der Situation zu spielen. Der sieht, dass er hier ein bisschen seltsam behandelt wird, dass er vorgeführt wird. Aber er versucht in der Situation zu gucken, welche Möglichkeiten hat er, die Oberhand zu gewinnen. Und er nimmt das als Herausforderung an. Warum lassen sich die Teilnehmer das gefallen? Weil sie noch nicht glauben, was passiert. Sie denken, da steht jemand, nein, der ist ein bisschen freaky. So, der ist gemein oder der ist bösartig. Aber sie wissen noch nicht, dass sich das den ganzen Tag durchziehen wird. Bei der Anmeldung bekommen alle Blauäugigen einen grünen Kragen. Mir war natürlich klar, dass, ohne dass ich irgendwas anderes gesehen hätte, dieser lächerliche Kragen, wir werden zwei Gruppen und ich gehöre wahrscheinlich zu der es nicht so gut geht. Und ich dachte so, verdammt, okay, musst du jetzt durch. In dem Raum, in den du gleich reinkommen wirst, sind lauter Leute mit dem grünen Kragen. Ja? Mhm. Wenn irgendjemand diesen grünen Kragen nicht mehr umhat, wen werde ich dafür verantwortlich machen? Ja, mich. Mhm. Mitgehen. Langsam wird auch den Braunäugigen klar, nicht jeder wird hier bevorzugt behandelt. Sie beobachten, dass ein Blauäugiger nach dem anderen abgeführt wird. Was ist da los? Wieso geht der jetzt raus? Wieso geht der rein? Wieso kriegt der einen grünen Kragen? Hallo? Wo bleiben die eigentlich alle? So, das war natürlich schon irgendwie ganz merkwürdig für mich und für uns. Und wir haben so ein bisschen natürlich gefrotzelt, nicht? Haben dann gesagt, irgendwie die Blauäugigen bleiben wohl draußen oder so, nicht? Die Blauäugigen werden in das Nachbargebäude geführt. Hier müssen sie warten, ohne zu wissen, wie lange. Und sie haben keine Ahnung, was auf sie zukommt. Am Anfang waren wir natürlich logischerweise verwirrt. Wir wurden ja nur reingebracht, niemand hat mit uns geredet und es gab auch keine weiteren Anweisungen. Das heißt, wir standen da, da stand eine Kamera. Okay, wir waren dann erst ein bisschen verloren, standen dann alle so in einer Reihe, wie wir reingekommen sind. Wir haben angefangen miteinander zu reden. Wo kommst du her? Wie bist du hierher gekommen? Und was hast du falsch gemacht? Warum haben sie dich hier reingeholt? Der nächste Blauäugige wird registriert. Die Wartenden beobachten, wie er ihn behandelt. Keiner schreitet ein. Die Experten im Nebenraum wundert das nicht. Also die Teilnehmer in der Warteschlange werden Zeugen dieser Diskriminierung. Ja? Es sind ja noch andere in dieser Warteschlange dabei. Wie reagieren die? Man kann sehr oft fehlendes Hilfeverhalten damit erklären, dass Leute tatsächlich erschließen, das ist schon okay so. Ich glaube, hier passiert gar nichts Schlimmes. Ach, das sind nur Teenager, die irgendwie miteinander streiten, aber da passiert nichts. Weil wenn da was Schlimmes passieren würde, dann würde doch jemand was machen. Und weil wir aber gleichzeitig damit beschäftigt sind, zu gucken, was die anderen machen, die ja auch nichts tun, bestätigen wir uns alle damit, dass es keinen Bedarf gibt, was zu tun. Und dann helfen wir nicht. Obwohl wir eigentlich glauben, dass wir immer helfen würden, wenn Hilfebedarf da ist. Aber wir nehmen den oft nicht wahr. Während sich der Warteraum der Blauäugigen langsam füllt, haben bereits 6 Teilnehmer den Workshop abgebrochen. Für die Braunäugigen folgt nach der freundlichen Anmeldeprozedur die nächste Phase des Workshops. Kursleiter Jürgen Schlicher schwört sie auf ihre Aufgabe ein. In den kommenden 3 Stunden sollen sie die Blauäugigen herablassend behandeln und diskriminieren. Was glaubt ihr, wie werden nette, intelligente, blauäugige Menschen darauf reagieren, wenn wir die heute mal so behandeln, wie wir das bei uns in der Gesellschaft mit Menschen tun, die schwarz sind, mit Menschen tun, die klein sind, mit Menschen tun, die eine Behinderung haben, mit Menschen tun, die eine andere Religion haben als die christliche oder atheistisch sind? Was glaubt ihr, wie werden die reagieren, wenn wir die heute mal für eine Stunde oder zwei so behandeln? Abweisend. Bitte? Abweisend. Abweisend? Wie abweisend? Naja, wenn ich denen so begegne, dann möchten sie bestimmt nach einer gewissen Zeit nichts mehr mit mir zu tun haben. Müssen sie aber. Einige der Teilnehmer wurden selbst schon diskriminiert. Sie werden heute erfahren, wie es sich anfühlt, auf der anderen Seite zu sitzen. Stück für Stück gewinnt Jürgen Schlicher die Braunäugigen für sich. Mit kleinen Beispielen aus dem Alltag bereitet er die Grundlage für seine Thesen.
Lehrerkollegien. Wie sehen denn die Leute aus, die da in der Regel die guten Jobs haben? Haben zumindest alle einen deutschen Namen und einen deutschen Nachnamen. Also ich würde sagen, Gott sei Dank nicht mehr 100%, aber die sehen so aus wie ich. Dann beginnt er Stimmung gegen die Blauäugigen zu machen. Das Faszinierende ist, wenn wir diesen Workshop heute machen und wenn wir diese Leute hier gleich reinholen, wird es ungefähr 15 Minuten dauern und ihr werdet alle Vorurteile, die ich über Blauäugige hier reinbringe, in den Raum sehen können. Schlichers Ziel? Er will die Braunäugigen dazu bringen, selbsttätig zu werden und die Blauäugigen zu diskriminieren. Die Rassismusforscher ahnen, dass ihm das gelingen wird. Er schwört sie ein, ne? Und ihnen wird ganz klar signalisiert, ihr seid hier sicher. Euch wird es jetzt gut gehen. Ihr versteht, was passiert und ihr werdet jetzt Teil des Ganzen. Sie wissen noch nicht, dass sie faktisch Teil des bösen Ganzen werden. Das ist ihnen noch nicht klar. Aber erstmal ist ihnen klar, sie sind sicher. Und es ist eben auch schwierig zu begreifen, dass sie Teil des Bösen sind, weil es ja so eindeutig noch nicht ist. Das, was diesen Mikrokosmos hier heute ausmachen kann und soll, ist, dass wir sozusagen ihnen die Möglichkeit geben, herauszufinden, wie, ne, wie das sozusagen sich anfühlt, in der Situation zu sein, in der man tatsächlich überhaupt keine Macht hat. Noch sind sie ja diejenigen, die dabei behilflich sind, den Blauäugigen eine Bildungserfahrung zu ermöglichen. Ich bin vor 18 Jahren ausgebildet worden von Jane Elliott, einer Grundschullehrerin in den USA. Jürgen Schlicher erklärt den Teilnehmern die Hintergründe des Workshops. Als Jane Elliott das Blue-Eyed-Training das erste Mal mit ihrer Schulklasse durchführt, erschrickt sie darüber, welche Auswirkungen ein paar Stunden Diskriminierung auf ihre Schüler haben. Die Fotos zeigen, was aus einem glücklichen, normalen Kind wird, wenn sie ihm einen Kragen um den Hals legen und ihm sagen, dass es minderwertig ist. Und es damit in ein ängstliches, verletzliches, eingeschüchtertes Kind verwandeln, dem nichts gelingen wird an dem Tag, an dem es auf dem falschen Platz ist. Heute führen Trainer diese Übung in Schulklassen, Firmen und öffentlichen Einrichtungen durch. Das Ziel? Die Menschen sollen sensibilisiert werden. Und es soll eine diskriminierungsfreie Atmosphäre entstehen. Während die Braunäugigen im Saal mit Informationen versorgt werden, wächst bei den Blauäugigen im Nachbargebäude die Unzufriedenheit. Sie wissen nicht, wie lange sie hier ausharren müssen. Die Ersten nehmen schon genervt ihre Kragen ab. Ich krieg Ärger, wenn ihr das nicht mehr tragt, ne? Ja, aber stimmt. Das ist auch unfair. Wer sagt das, was wir Ärger kriegen? Hat er zu mir gesagt, ich werde verantwortlich gemacht. Nee. Falsch. Und dann gab es immer die Situation, dass, ich weiß nicht wann es war, vielleicht alle Viertelstunde, dass jemand reinkam, eine Kollegin, bitterböse, einmal im Kreis lief und jeden angeschaut hat und wieder rausging. Und so nach dem zweiten Mal, nachdem das passiert ist, haben wir so gedacht, was soll denn das? Und die anderen Male sind sie nur so durchgelaufen und haben uns wirklich sehr begutachtet und eventuell Unterschiede nochmal festgestellt, dadurch, dass einige den Kragen abgenommen haben oder dann auch wieder angezogen haben. Dadurch, dass immer doch die Stimmung so ein bisschen kippte wieder im Raum. Alle waren mucksmäuschenstill, niemand hat was gesagt und alle waren halt auch wieder geschockt. Aber das wollten wir uns nicht gefallen lassen, auf keinen Fall. Und ja, dann haben wir halt angefangen zu singen, wenn jemand reinkam. Es ist für sie erstmal wie ein Spiel und es hat ja auch sehr starken Spielcharakter. Nur ist es eben irgendwann nicht mehr lustig und das werden sie sicherlich dann gleich noch auch erfahren. Die Braunäugigen werden unterdessen im großen Saal weiter auf ihre Aufgabe eingeschworen. Vielleicht hat irgendjemand Lust, eine Strichliste zu führen, wie häufig Blauäugige auf eine geschlossene Frage, die man also mit Ja oder Nein beantworten kann, irgendetwas anderes sagen. Das war so ein bisschen manipulativ. Erstmal wusste ich nicht so, wie mir geschah. Dann habe ich gesagt, irgendwie hier stimmt was nicht im Raum, nicht? So wie Jürgen redet. Hier ist was nicht in Ordnung. Irgendwie fühle ich mich jetzt auch nicht so ganz wohl, weil das nicht so meine Mentalität ist, über andere Leute herzuziehen. Auch andere Braunäugige bekommen Gewissensbisse. Abweisend? Wie wird das aussehen, wenn Blauäugige abweisend reagieren? Darf ich kurz was anderes sagen? Nee, möchtest du gerne? Ich sag's trotzdem. Weil ich finde, für mir persönlich ist es auch wichtig, wie ich reagiere, weil ich sitze irgendwie, mir geht es total scheiße im Moment. Ja. Ja, weil ich habe überhaupt keine Lust dazu,
dieses Spiel überhaupt mitzuspielen. Ich habe so eine Wut in mir und ich habe schon zwei, drei Leute mal so angesprochen, die haben gesagt, ja, nee, wird schon nicht so schlimm sein, die werden schon da drüben auch ihren Kaffee kriegen oder sonst was, ja, so irgendwie, ja, komm. Und ich merke, das kann ich kaum ertragen. Magst du gucken, wie es dir geht? Ja. Dann mach das. Dann mache ich das, genau. Überleg dir gut, was du tust. Ja, das mache ich. Und vergiss deine Tasche nicht. Nee, die lasse ich hier. Kannst du auf meine Tasche vielleicht aufpassen? Würdest du das tun? Passiert. Danke. Oh Gott, was konnten wir wieder viel lernen. Ist euch was aufgefallen? Zum Thema Augenfarbe? Habt ihr gesehen, welche Augenfarbe sie hat? Ja, sicher. Deswegen hat sie sich auch so komisch verhalten. Ja. Ja. Leicht blau. Annette, du warst gerade noch bei den Braunäugigen im Kreis und hast den Workshop verlassen. Warum? Weil ich es nicht ertragen konnte, dass ich das Gefühl habe, dass die Blauäugigen schlecht behandelt werden. Wir sitzen da, wir Braunäugigen kriegen unseren Kaffee und unser. Ich kann das nicht ertragen. Mhm. Also, das ist einfach so, ja, naja, gut, denen wird schon nichts passieren und so. Und es war ganz klar, so wie die abgeführt wurden, dass denen irgendwas passiert mit diesen ganzen Schildern und so. Aber dass es keinen von den Braunäugigen so richtig interessiert. Mhm. Ja, so. Wir sind hier alle noch im Pulk gemeinsam gegangen, haben erste kleine Bekanntschaften getroffen, ja, so. Und so, zack, die einen sind weg. Und es ist scheißegal, was mit denen passiert ist. Das ist so, das gab's hier auch schon mal in diesen Landen. Annette hat den Workshop abgebrochen. Sie wollte sich nicht an der Diskriminierung beteiligen. War denn jetzt der Abbruch von Annette richtig oder falsch? Faktisch hat Annette verstanden, worum es geht. Es geht darum, Macht auszuüben. Ne? Und sie hat verstanden, dass sie zur privilegierten Gruppe gehören soll. Und sie verweigert sich dem. Sie möchte das nicht. Überleg dir gut, was du tust. Und vergiss deine Tasche nicht. Also eigentlich ist sie mutig. Sie zeigt Widerstand und sie möchte ja gern auch die anderen zum Widerstand auffordern. Aber sie entzieht sich der Situation. Kommt ja darauf an, wie sie für sich die Situation interpretiert. Ich möchte so ein zunächst einmal autoritäres System, das andere Menschen erniedrigt und diskriminiert, nicht mittragen. Dann ist das vielleicht die richtige Entscheidung. Kurz darauf wird auch die Gruppe der Blauäugigen kleiner. Ein Teilnehmer wird plötzlich ohne weitere Erklärung aus dem Raum geführt. Dann wurde natürlich wenig später einer von uns rausgeholt, der René. Das war auch sehr seltsam. Da haben wir dann wieder in der Gruppe drüber diskutiert, was wir machen sollen. Und wieder haben wir dann als Gruppenentscheid entschieden, wir lassen einfach niemanden mehr rausholen. Und wir reagieren irgendwie. Wir lassen nicht nur etwas mit uns machen, sondern wir nehmen irgendwie teil an der ganzen Geschichte. Er wurde ja auch wortlos rausgebeten und es hat lange gedauert, bis irgendjemand gesagt hat, der kommt irgendwie gar nicht wieder. Meine Meinung dazu war, das ist so ein bisschen eine Zermürbung. Die wollen uns ein bisschen psychisch, er wurde abgeholt. Teil unserer Gruppe und wurde weggeholt und jetzt holen sie nach und nach die Leute weg und die zurückbleiben, werden richtig nervös. Erst vor der Tür erfährt René, was jetzt passiert. Er darf die Seiten wechseln. Ja, wir wurden selektiert. Ist ja gleich abgenommen worden. Du bist kein Blauäugiger mehr. Der Jürgen hat ja am Tisch schon gesagt, mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja nicht wieder. Ja. Kannst du dich erinnern? Ja, kann ich. Genau, ihm war schon klar, dass du integriert bist. Du weißt, wie man sich verhalten muss. Du weißt, wie Braunäugige Leute sind. Das sind nämlich die Leute, die da drin sind und denen es gut geht. Ach so. Nicht die Doofen da oben, die nichts verstehen. Und genau, du wusstest, wie man sich eintragen muss und hast auch keine Probleme gemacht. Deswegen hast du dir das verdient, dass du integriert bist und zu den Braunäugigen gehören darfst. Der Seitenwechsel ist Taktik. Kursleiter Jürgen Schlicher nutzt ihn geschickt, um Stimmung zu machen. Oh! Es gab einen Blauäugigen vorhin, der es geschafft hat, an den Tisch zu kommen und einfach zu machen, was da Sache war. Magst du dich einfach setzen? Die Einschwörung der Braunäugigen geht weiter. Schlichers Thesen werden dabei immer absurder. Ihr wisst, dass die Menschheitsgeschichte vor ungefähr 280.000 Jahren in der Nähe des Äquators losging?
Ja? Kenia, Tansania, so die Ecke dürfte das gewesen sein. Was glaubt ihr, wie sahen die ersten Menschen aus, die sich da entwickelt haben? Was hatten die für eine Haarfarbe? Braun. Was hatten die für eine Hautfarbe? Eher dunkel. Eher dunkel. Was hatten die für eine Augenfarbe? Braun. Genau. Als sich die Menschheit dann so im Laufe der Zeit irgendwie von da in alle möglichen Gegenden aufgemacht hat, gab es die Notwendigkeit, nicht mehr so viel Melanin zu produzieren, weil das ist der Grund, warum wir dunkle Haare, dunkle Haut und dunkle Augen haben. Weil wir viel Melanin produzieren. Warum machen wir das? Warum produzieren unsere Körper viel Melanin? Schutz gegen die Sonne. Schutz gegen die Sonne, genau. Dass die Haare und die Haut heller wurde, hatte noch keinen negativen Einfluss auf ihre Intelligenz, aber dadurch, dass immer mehr Sonnenlicht in die Augen, in die hellen Augen eindringen konnte, war das Problem natürlich, dass dadurch die Hirnzellen geschädigt werden konnten. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe, warum Blauäugige nicht so intelligent sind wie Braunäugige. Und dass sie noch nicht so lange auf diesem Planeten sind, hat möglicherweise damit zu tun, dass sie in so Konfliktsituationen dann auch ein bisschen anders reagieren, als man das als Braunäugiger so gewohnt ist. Wie oft und wie lange haben wir geglaubt an Rassenunterschiede, Unterschiede, dass angeborene Intelligenz, wir glauben daran, dass bestimmte Gruppen mehr oder höhere Intelligenz haben können. Wissenschaftler glauben mitunter daran und missinterpretieren ihre Daten in die Richtung. Ja, das scheint uns albern, weil auf einmal eine Gruppe zum Ziel wird, über die wir bisher nichts Schlechtes gedacht haben. Aber erklären wir doch mal die Sklaverei oder wie sich Europa verhalten hat im Vergleich zum Rest der Welt im Kolonialismus. Genau mit solchen Theorien. Und die waren weit verbreitet. Und die sind teilweise immer noch verbreitet, wenn auch nicht mehr so extrem. Im nächsten Schritt diktiert Jürgen Schlicher 4 Zuhörregeln. Dabei nutzt er jede Gelegenheit, die Gruppe zu bestätigen und zu loben. Nur fürs Protokoll, ich habe die gerade 2-mal gesagt, richtig? Und ihr habt es alle richtig aufgeschrieben. Perfekt. Perfekt. Super. Er kündigt an, dass die Blauäugigen später bei der Aufgabe gnadenlos versagen werden. Übrigens, das ist auch noch spannend. Es ist nämlich gerade was passiert. Ich habe gesagt, Komma und Punkt sind wichtig und 3 Leute von euch haben sich gedacht, oh, alles klar, zück, bumm. Ja, also was machen Braunäugige, wenn sie einen Fehler machen? Korrigieren. Ja? Achte mal drauf, was Blauäugige machen, wenn die einen Fehler machen. Die suchen sich irgendjemand, der schuld dran ist. Ihr könnt ja mal Strichlisten führen, ob das so ist. Also ich muss schon sagen, es gab einen Zeitpunkt, da habe ich mir sogar geglaubt, mit den, wie Blauäugige sind. Nicht? Muss ich echt... war ich auch selber überrascht. Ich sage, wie? Jetzt will ich das mal überprüfen, wenn die kommen, was er sagt, ob das stimmt. Es war eigentlich echt Wahnsinn, wie gut der das gespielt hat. Und das war immer mehr so nebenbei. So, ja, und mei, wir haben die 4 Sätze jetzt, die Zuhörregeln so schnell. Die Blauäugigen, die können das gar nicht. Man hat das so unterbewusst wahrgenommen. Und das Schlimme ist, dass einem genau das im Nachhinein dann wirklich auch aufgefallen ist. Während die Braunäugigen Jürgen Schlichers Ausführungen folgen, wächst der Widerstand bei den Blauäugigen. Ein weiterer Teilnehmer soll abgeführt werden. Die Gruppe rebelliert. Mitkommen. Verlässt keiner das Haus. Entweder gehen wir alle oder er bleibt hier. Das entscheiden wir. Nee, das entscheidet ihr gar nicht. Was habt ihr denn für ein Recht dazu, das zu entscheiden? Könnt ihr bitte ihn mitnehmen? Nein. Keine körperlichen Angriffe hier. Nein. Das geht nicht. Die Situation droht zu eskalieren. Die Blauäugigen wollen sich nicht länger unterwerfen. Zack. Der geht nicht raus. Und Kragen aufsetzen gibt es auch nicht, denn das brauchen wir nicht. Sie haben uns ja aussortiert nach blauen Augen, also brauchen wir nicht zusätzlich neuen Kragen zu haben. Brechen die Blauäugigen geschlossen ab? Endet der Workshop hier? Sie gehen raus. Und bringen uns was zu trinken. Das kann jetzt auch gerade die persönliche Entscheidung sein, aus dem Versuch auszusteigen. Der René, wo ist der René geblieben? Wo ist der abgeblieben? Es gibt hier ein paar, die reden zu viel. Oh, ich kann so viel reden, wie ich will, in meinem freies Land. Es schaukelte sich sehr hoch dadurch, dass einige doch nicht ganz damit im Einklang waren, dass sie hier doch so harsch behandelt wurden und griffen dann doch ein wenig auf die Menschenrechte zurück und dass man in Deutschland dann in Demokratie leben würde. Was ich doch ein bisschen überspitzt fand, dadurch, dass es letztendlich ein Experiment war und man wusste ja, dass man jederzeit die Möglichkeit hatte, aus diesem Raum auszutreten, zu sagen, okay, für mich ist das jetzt hier beendet, ich möchte das jetzt nicht weiter. Es ist verständlich, dass Sie Solidarität untereinander üben. Es ist uns aber auch wichtig, dass dieser Workshop, und das ist ein Workshop, es ist kein Experiment, was wir machen, zu Ende führen. Nicht, weil ich das brauche, ich habe ihn 60 Mal gemacht mittlerweile,
sondern weil wir der Meinung sind, dass es Ihnen was bringt, wenn Sie heute Nachmittag um 17 Uhr erst nach Hause gehen und nicht jetzt. Sie werden in einen anderen Raum gebracht. Dort wird jeder daran teilnehmen, der sich an unsere Regeln hält, der den grünen Kragen um den Hals hat. Alle anderen werden diesen Workshop verlassen. Was das Schlimmste war für die meisten, ist dieser Punkt, du wirst in einen Raum gesperrt. Und niemand spricht mit uns. Und dieses Einsperren, ich glaube, das hat viele sehr, sehr nervös gemacht. Ich glaube, wir waren schon über eine Stunde in dem Raum und das zehrt an den Nerven. Ich glaube, dieses Ungewisse war das Schlimmste. Die Blauäugigen bekommen Bedenkzeit. Werden sie weitermachen? Währenddessen bereitet Jürgen Schlicher die Braunäugigen auf einen Test vor. Ihr werdet in diesem Test extrem gut abschneiden, weil ihr intelligenter seid, weil ihr schlauer seid, weil ihr interessierter seid, weil ihr viel über andere lernen wollt, weil ihr unterschiedliche Erfahrungen schon gemacht habt. Und weil ich euch die Hälfte der Antworten geben werde. Nummer 1 ist also D wie dumm. Nummer 5 ist B wie Blauauge. 23 D wie dumm. Und 25 B wie Blauäugig. Sieht man doch. Okay, machst du mit? Im Anschluss holt sich Jürgen Schlicher von jedem Braunäugigen die Zustimmung. Sie sollen ihn bei der sogenannten Lernerfahrung für die Blauäugigen tatkräftig unterstützen. Johannes. Ja? Jorge. Ich habe geübt. René? Aziz? Im Nachbargebäude diskutieren die Blauäugigen, ob sie diese Lernerfahrung überhaupt machen wollen. Er wusste nicht, was er sagt. Jeder kennt jederzeit. Er war total schon gewohnt. In Deutschland ist es in Ordnung. Aber ich glaube, sonst geht es nicht weiter. Wenn es stimmt, wenn wir geschlossen sagen, wir bleiben dabei. Ja. Also, weil das wäre zu einfach für die Herrschaften, wenn wir jetzt alle gehen würden. Nein, ich finde, wir sollten bleiben. Also, definitiv. Ja, aber unter unseren Bedingungen, nicht unter deren Bedingungen. Die Bedenkzeit ist vorbei. Wie hat die Gruppe entschieden? Ist eure Entscheidung gefallen? Mhm. Ja. Alle, die weiter mitmachen wollen, haben jetzt einen grünen Kragen an. Aber nicht für lange. Hatten Sie das Gefühl, dass diese Situation in diesem separaten Raum kurz vor knapp war? Eigentlich nicht. Natürlich haben die Leute diskutiert und die meisten haben den Kragen abgenommen und die erste Stimmung schien zu sein, das machen wir nicht, wir gehen hier raus. Aber wir kennen die Menschen, glaube ich, zu gut, um zu wissen, dass sie so stark nicht sind und dass eben das Bedürfnis nach Verständnis und Wissen und nach Sicherheit und Kontrolle viel, viel stärker ist. Und es war ein Gruppenprozess. Die Gruppe hat sich entschieden, offen abzustimmen und damit sind zum Beispiel auch einige Leute überzeugt worden, wieder zurückzukommen, die eigentlich scheinbar schon dagegen gestimmt hatten. Und wenn ich das richtig sehe, sind nur noch 2 Personen, die jetzt zurückgeblieben sind. Das heißt, die Mehrheit hat sich entschieden, widerwillig rüberzugehen, aber auch in der Überzeugung, kommt zusammen, wir reißen das jetzt rum. Ich habe dann irgendwie gemerkt, so, dass das ist nicht so mein Ding. Und ich komme dann auch tatsächlich, es erzeugt schon eine gewisse Angst, finde ich. So. Das ist schon cool gemacht. So. Also, es erzeugt eine gewisse Angst, also zumindest bei mir. Oh, passiert da jetzt irgendwas, werde ich da jetzt in irgendwas reingezogen und so weiter und so fort. Ich weiß irgendwo, okay, wird nicht so sein, aber trotzdem, es war ja auch so geheimnisvoll alles und so. Und da habe ich dann schon gedacht so, puh. Ich hätte es auch toll gefunden, wenn die ganze Gruppe gemeinschaftlich abgebrochen hätte. Ich kann auch verstehen, dass vielleicht nachher noch was Spannendes passieren würde, aber das ist ja das Setting auch von dem Projekt Workshop hier, ne? Ich lerne doch nur, dass und während die Blauäugigen keine Ahnung haben, was jetzt auf sie zukommt, erinnert Jürgen Schlicher die Braunäugigen ein letztes Mal an ihre Aufgabe. Würde ich von euch gerne noch eins wissen. Ich sage euch mal eben, was ich von euch brauche. Schaut sie nicht an, außer stirnrunzelnd oder höhnisch. Lacht nicht mit ihnen, sondern wenn, dann über sie. Und wenn ich irgendjemand von euch dabei erwische, dass er den zuzwinkert oder ihn sonst irgendwie zu verstehen gibt, dass das alles nicht so gemeint ist, dann werde ich eure Augenfarbe schneller ändern, als ihr blinzeln könnt. Und ich meine das absolut ernst. Ich möchte, dass die Möglichkeit haben, heute eine Lernerfahrung zu machen. Und so wie das in der Realität ist, ich brauche sozusagen euch dazu, dass das funktionieren kann. Als die Blauäugigen reingekommen sind in den Raum, das fand ich sehr, sehr interessant, weil wir auch gar nicht mehr wussten, wie viele Leute überhaupt noch da sind. Wir haben bloß immer mitbekommen, ja, okay, es ist wieder jemand gegangen, es ist wieder jemand gegangen. Aber wir wussten gar nicht, passen die Stühle? So. Na, Donnerwetter. Gesicht nach vorne. Schaffst du, Stefan? Die Erniedrigung der Blauäugigen wird schon durch die Sitzordnung immer offensichtlicher.
Die Blauäugigen sitzen in der Mitte und die Braunäugigen drumherum und schauen wirklich aus jeglicher Richtung Richtung Blauäugige. Ist diese Sitzordnung Teil des Konzepts? Ja, auf jeden Fall. Es rückt dich als Person in den Mittelpunkt. Und du kannst der Situation dadurch nicht entfliehen. Du bist immer unter Beobachtung. Wenn ich in Deutschland oder irgendwo in der Welt anders aussehe als die Mehrheit, werden automatisch mehr neugierige Blicke auf mir lasten. Das geht einem Dunkelhäutigen in Deutschland so, das geht mir so, wenn ich zum Beispiel in Indien bin. Und natürlich jede Reaktion beobachtet wird. Jede Schwäche, jeder kleine Machtkampf und alle aufmerksam zugucken. Na, kommt er durch? Im nächsten Schritt verstärkt Schlicher den Druck auf die Blauäugigen. Bist du gerade irgendwie abgelenkt? Nee. Weil du dir diese Plakate gerade so anguckst. Steh mal auf, liest dieses Plakat vor und ich möchte, dass ihr danach im Uhrzeigersinn die Plakate vorliest. Wenn es in Blüß und hier nicht gefällt, dann sollen Sie doch dahin gehen, wo Sie hergekommen sind. Den was? Den Blüß. Den Blüß. Das ist verkehrt. Lies es richtig vor. Blue Eyes. Buchstabieren wir mal eben das englische Wort Blue. B-L-U-E. B-L-U-E. Dann buchstabieren wir mal bitte das englische Wort Eis. Plural von Eis. Das englische Wort Eis, Plural von Ei. Die Augen. E-Y-S. Zwei Blauäugige stoßen als Nachzügler dazu. Ich kam mit der älteren Frau etwas später rein und es war wie eine Arena. Also rundherum saßen die Braunäugigen in der Mitte, die Blauäugigen aufgereiht in Zweierreihen. Die Sitze so eng aneinander, dass man fast gar nicht reinkam, Knie am Vordermann. Und was ich persönlich gar nicht bemerkt habe, es war nur ein Platz da. Und wir kamen da zu zweit rein. Ich hatte leichten Vorsprung, weil ich einen anderen Weg ging, und setzte mich auf den Platz. Bis ich dann realisierte, Moment. Und sah dann die ältere Frau, wie sie sich auf einen der braunäugigen Plätze gesetzt hatte. Und das war sehr spannend und dann ging es schon los. Und das war seltsam. Ich wusste, jetzt wird's spannend. Setz dich mal hin. Steh auf, nimm deine Jacke, das ist nicht ein Platz für dich. Hä? Ich verstehe das nicht. Vielleicht habe ich ein Hörproblem. Man kann dazu wie bitte sagen, wenn du wissen möchtest, Sie, was ich gerade gesagt habe. Du sagst ja, redest mit mir ja auch hier in einem vernünftigen Ton. Also kann ich doch genauso gut auch gegen anreden. Ist sie höflich? Ist sie freundlich? Bemüht sie sich gerade, dass ich das einfach nochmal wiederhole? Sie hat ein Problem damit, mich gerade zu hören. Wen macht sie jetzt dafür verantwortlich, dass sie es nicht gehört hat? Mich. Warum? Weil die Erfahrung mit ihr. Weil sie in einem ganz bestimmten Ich-Zustand ist. Die Blauäugigen sind total undemokratisch. Wer glaubt, dass sie den Satz "Steh auf" gerade nicht gehört hat? Wer von euch glaubt das? Okay, es ist also nicht das Problem mit deinem Hören, richtig? Hatte ich erwähnt, dass Blauäugige Schwierigkeiten haben, sich an Regeln zu halten? Sie tut das, weil sie so ist. Fangen wir gerade an, was zu lernen über Blauäugige? Das war jetzt doch ein ziemliches Theater von der Frau aus meiner Sicht. Denn ob ich mich, wenn ich jetzt sage, ich nehme einen Workshop teil und das ist die Sitzarena für die Blauäugigen, dann kann ich mich auch dahinsetzen. Also ich fand, das war eigentlich unnötig. Schätzelein. Ich bin nicht dein Schätzelein. Schätzelein, weißt du, was Demokratie bedeutet? Ja, ich bin Politologin, Diplompolitologin. Gut, okay. Pech aber auch. Wie arbeitet eine Demokratie im Konfliktfall? Achtung, hör zu, jetzt wird es richtig spannend. Wie arbeitet eine Demokratie im Konfliktfall? Wir haben unter anderem das Prinzip der repräsentativen Demokratie und des Mehrheitsprinzips. Dankeschön. Wer möchte, dass sie jetzt da aufsteht und dahin geht, wo sie hergekommen ist? Dankeschön. Warum wollte sie gleich oben sitzen? Sie wollte ja von Anfang an so ein, ich denke mal so, wie eine Position zeigen, sie ist was Besseres. Muss ich ehrlich sagen, so kam mir dir vor. Oh, haben wir gerade zum Thema Demokratie schon wieder was ganz Spannendes? Wir müssen zusammen. Nee. Warte. Das ist schon in Ordnung. Möchtest du gerne, hallo, Bürschchen? Ja? Möchtest du gerne, dass sie sitzt oder was? Ja, also für mich ist das selbstverständlich, wenn eine ältere Frau dabei ist und ich einen Sitzplatz habe, dass ich ihr das anbiete, auch in der S-Bahn zum Beispiel. Ich möchte ja, dass du da sitzen bleibst. Ja. Weil ich das wichtig finde, dass du da sitzt. Ich glaube, dass du einen guten Einfluss hast auf die um dich herum. Nele, setz dich da vorne. Und Silke, setz dich auf Neles Platz. Und du setz dich da hinten.
Das fand ich auch wieder sehr toll von der Gruppendynamik her, dadurch, dass ein junger Herr direkt bereit war, ihr einen Platz anzubieten. Allerdings durfte er das nicht ausführen. Und da hätte ich mir dann doch gewünscht von der anderen Seite, also dem Braunäugigen, dass da doch jemand hätte Solidarität gezeigt und hätte gesagt, doch, nun lasst sie da aber mal sitzen, anstelle, dass sie sich da hätte auf den Boden setzen müssen oder stehen müssen. So, jetzt für die Blauäugigen gibt es einen Hocker zu wenig. Ein Teilnehmer wird sich auf den Boden setzen müssen. Noch ahnt Nele nicht, dass sie dadurch die Nächste ist, die ins Kreuzfeuer gerät. Nicht zu zweit. Da ist noch Platz. Da ist noch Platz. Setz dich dahin. Ich möchte mich aber nicht auf den Boden setzen. Ist das wahr? Ja. Du möchtest dich nicht hinsetzen. Die Nächste, die meint, sie müsste sich hier drin nicht an die Regeln halten. Es gibt aber nur die zwei Möglichkeiten. Entweder setzt du dich da jetzt hin. Oder aber auch nicht. Damit beweist du, dass du meinst, du müsstest dich hier drin nicht an die Regeln halten. Okay, dann wähle ich Letzteres. Dann wählst du Letzteres. Mhm. Dann kannst du doch einfach draußen nochmal überlegen, ob du das wirklich willst. Jetzt. Salut. So, Matthias, wir machen weiter. Du warst bei dem Plakat. Steh auf, lies es nochmal vor und lies es jetzt richtig vor. Wenn es den Blue Eyes hier nicht gefällt, dann sollen sie doch dahin gehen, wo sie hergekommen sind. Wir müssen wirklich wieder ganz von vorne anfangen. Wie würdest du das englische Wort Blue schreiben? B-L-U-E. Wie würdest du das englische Wort Eis schreiben? E-Y-S. Das war der Fehler, den du vorhin schon mal gemacht hast. E-Y-E-S, genau. Kann das Wort, das da steht, also Blue Eyes heißen? Die Antwort lautet? Nein. Gut. Man fühlt sich schon sehr minderwertig. Also hätte ich nicht gedacht, dass mich das so mitnimmt, weil ich habe gedacht, ich wäre ein bisschen gestärkter, sage ich jetzt mal, und könnte damit besser umgehen. Während Jürgen Schlicher die Demütigungen immer weiter auf die Spitze treibt, stellt Shader Nele wegen ihres angeblichen Fehlverhaltens zur Rede. Und du hast trotzdem gesagt, dann entscheide ich mich dafür zu gehen. Ja. Warum? Weil ich mich partout nicht auf den Boden setzen wollte. Ist dir klar, was das bedeutet? Nein. Ist dir klar, dass es in dieser Gesellschaft Menschen gibt, die einen Kragen umhaben? Die keine blauen Augen haben? Ja. Ist dir klar, dass das Leute sind, die so aussehen wie der Mann, der neben dir steht? Nein. Wird es dir klar, wenn du ihn dir anschaust? Nein, ich sehe keinen Unterschied. Kannst du deinen Kragen jetzt abnehmen? Würde ich denn ähnlicher werden wie er? Meine Frage war, kannst du den Kragen abnehmen? Ich kann den abnehmen, gerne. Kann er seine Farbe abnehmen? Nein, das kann er nicht. Welche Entscheidung triffst du gerade? Da behalte ich meinen Kragen um. Kannst du erklären, warum? Weil ich keinen Unterschied zwischen uns sehe, aus irgendeinem Grund. Warum sollte er denn anders behandelt werden, nur aufgrund seiner Hautfarbe? Dann trage ich auch den Kragen gerne. Das macht mir nichts aus. Und du wirst dich dann an die Regeln halten und das tun, was von dir verlangt wird? Willst du lernen, wie sich das anfühlt? Ja oder nein? Nur für heute. Ich werde den Kragen umbehalten. Ich bin schwarz und ich bleibe schwarz. So. Sie hätte den Kragen ausziehen können und wäre wieder ganz normal. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es total nett von ihr, dass sie das gemacht hat. Ich fand es super von ihr, zu sagen, ich lasse den Kragen an und versuche jetzt da drinnen weiterzumachen. Oder denkst du, dass ich gerade... Wenn Sie mich drum bitten, dann mache ich das gerne. Merkt ihr was? Fällt euch was auf? Ich möchte gerne weiter teilnehmen und ich bin auch gewillt, mich auf den Boden zu setzen. Was ist das mit deinem Verhalten, was du vorhin an den Tag gelegt hast? Möchtest du dazu noch irgendwas sagen? Ob ich damit rechnen kann, dass das jetzt alle 3 Minuten wieder passiert? Nein, ich habe mich falsch verhalten und ich bin jetzt gewillt, dem zu folgen, was Sie mir sagen. Wenn sie geht, nimmt sie sich selbst die Möglichkeit, irgendetwas von diesem Workshop mitzunehmen, zu erfahren, zu lernen. Man hat ihr draußen erklärt, sie hat die Möglichkeit, weiterzumachen, um diese Lernerfahrung mitzunehmen, aber nur, wenn sie sich an die Regeln hält. Das ist das, was wir mit Migranten in Deutschland machen. Du darfst mitmachen, aber nur, wenn du alles so tust und sagst, wie wir das wollen. Das ist ja eigentlich wahrscheinlich echt ein intelligenter Kerl.
Aber jetzt kriegt ihr das mit der Reihenfolge schon nicht mehr hin. Ja? Ja, weil dann eine gewisse Verunsicherung herrscht, die hier praktiziert wird. Die war immer so, zack, 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 zack. Da hat sich überhaupt nichts dadurch verändert, dass Nele jetzt da ist. Gut, dann lese ich gerne das Plakat entsprechend. Aber haben wir denn nicht auch einen Moderator, der blaue Augen hat und noch nichts vorgelesen hat? Ja, das ist ja lustig. Du glaubst wirklich, dass das sozusagen für diejenigen, die Privilegien haben und für diejenigen, die keine Privilegien haben, immer dieselben Regeln gelten? Ja, also, das ist nicht so. Das wäre schön. Das wäre schön, wenn ich im Zug sitzen würde und ich würde genauso häufig kontrolliert werden, mir würde genauso häufig mein Ausweis abverlangt werden, wie den Leuten, die um mich herum sitzen. Das ist aber nicht so. Das ist nicht so, dass ich genauso häufig nicht in eine Disco komme wie du. Das ist nicht so. Und deswegen ist das lustig, was du da gerade sagst. Und total blauäugig. Aber ich hatte neulich einen Workshop, da haben die gesagt, 5, 6 Diskos muss ich immer ausprobieren. Muss ich auch immer. Ja. Das ist so leider. In der Diskothek, dass wenn wir jetzt mit 2 braunäugigen, schwarze Köpfe, sage ich mal, jetzt wenn wir da hingehen, dann haben wir die Chance einfach null, dass wir da reinkommen, weil es dann immer heißt, wir sind die Schlägertypen oder wir trinken einfach nur zu viel, obwohl wir noch nicht mal ein Bierchen getrunken haben. Dann klapperst du einmal komplett die große Freiheit und den kompletten Kiez einmal ab und kommst nirgendwo rein. Das macht dich sauer, das macht dich wütend. Laut einer aktuellen Umfrage ist das kein Einzelfall. 30% der Migranten sind bereits an Diskotüren oder Restaurants abgewiesen worden. Und das, obwohl dieser Verstoß gegen das Antidiskriminierungsgesetz mit hohen Geldbußen bestraft wird. Im Workshop gelingt es schlicher, die Blauäugigen weiter zu verunsichern. Gegenstimmen? Wer ist gegenteiliger Meinung, dass dieses nicht das nächste Plakat ist? Wer enthält sich? Warum hast du gefragt? Weil ich es mir nicht antun möchte, mir anschließend garantiert vorwerfen zu lassen. Ich hätte das Falsche vorgelesen. Ist doch scheißegal. Und das kann ich mit meiner Selbstachtung so nicht verantworten. Ich finde das ganz so schön. Auch die Braunäugigen machen jetzt Druck. Lies es einfach vor. Es ist doch nicht so schwierig. Maike, warum fragst du jetzt wieder, was drankommt? Das ist jetzt wirklich für jeden hier im Raum sehr logisch. Soll ich jetzt dieses Plakat? Ja, lies vor. Lies mir jetzt einfach vor. Lies vor. Und wenn es falsch ist, ist es falsch. Wir können nicht alle Blueys nach Deutschland lassen. Als es darum ging, nun liest doch endlich vor. Und ich mich schon bedrängt gefühlt habe, dass eben aus der Runde der Braunäugigen so diese Ungeduld aufkam. Und nun mach doch endlich hinne. Nun liest doch endlich vor. Und da spürte ich so eine gewisse feindselige Stimmung. Und das war schon ein bisschen bedrängend. Jürgen Schlicher kennt kein Erbarmen. Er knöpft sich jeden Blauäugigen einzeln vor. Wenn sich Blauäugige nicht an unsere Regeln halten können, verwirken sie ihr Gastrecht. Mann, jetzt wusstest du doch schon eine Weile, dass du dran bist. Ja. Du hättest doch mal üben können. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, solltest du nachfragen. Oh Gott. Also wenn man es ganz langsam macht, ich rede nicht nächstes. Wer hat Angst vor dem Blauäugigen? Aufstehen. Musst du. Muss ich? Oh, entschuldige. Wer hat Angst vor dem Blauäugigen? Fertig? Dann muss er sich wieder hinsetzen. Oh mein Gott, kannst du irgendwas alleine? Nächstes Plakat. Ja, danke, ich brech ab. Für einen kurzen Moment herrscht absolute Ruhe. Aber Jürgen Schlicher macht ungerührt weiter. Dass man eine ganze Gruppe so manipulieren kann, irgendwie, ne, dass sie auch wirklich glauben, was er sagt und das nicht hinterfragen und dafür eine andere Gruppe dann irgendwie zur Rechenschaft ziehen. Also das ging mir so gegen den Strich. Ich dachte, entweder gehst du jetzt oder du explodierst gleich. Im Saal weigert sich Teilnehmerin Karin, eine diskriminierende Aussage über Blauäugige vorzulesen. Auch nicht im Spiel. Auch nicht. Ich finde, damit fängt das schon an, dass man im Spiel es zulässt, dass man es im Kopf zulässt, so etwas vorzulesen. Und in dem Moment, wo ich das spreche, in dem Moment stelle ich das ja in den Raum und deswegen mache ich das nicht. Ja. In allen Ehren. Aber deine Regeln werden nicht hier drin durchgesetzt. Dann hat das die Konsequenz, dass du an dieser Stelle für dich den Workshop abbrichst. Ja, dann muss ich das tun. Ja, dann musst du das wohl tun. Sie war wirklich sehr standhaft und hat einfach sich nicht verbiegen lassen in dem Moment. Sie wollte das nicht vorlesen, weil sie der Meinung war,
dass sie das dann irgendwo verinnerlicht oder annimmt, wenn sie diese Sachen ausspricht. Und es ging, glaube ich, um das Plakat, einen Blauäugigen soll meine Tochter nicht mit nach Hause nehmen. Die Plakate im Raum sind mit fremdenfeindlichen Parolen versehen. Sprüche, die sich sonst auf Hautfarbe und Herkunft beziehen, hat das Workshop-Team auf die Augenfarbe der Teilnehmer umgetextet. Karen geht das zu weit. Nun konnten wir ja beobachten, dass du in diesem separaten Raum, wo alle Blauäugigen gewesen sind, deinen Kragen abgenommen hast. Ja. Du hast ihn aber dann trotzdem wieder angelegt. Ja, und wir haben das ja besprochen in der Gruppe und ich hatte das Gefühl, ich müsste sie beschützen. Also ich müsste als verantwortungsbewusster Mensch da bleiben, um ihn weiterhin sie sozusagen auf den richtigen Weg mitzubringen. Aber jetzt hast du sie versucht zu beschützen, bist ja mit ihnen zusammen in diesen großen Raum reingegangen. Ja. Und jetzt bist du als Einzige wieder rausgekommen, die anderen sitzen da noch. Was fühlst du dabei? Ich habe ein schlechtes Gewissen, dass ich sie alleine gelassen habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt auch eine persönliche Grenze. Ich weiß ja, dass es nur ein Spiel ist. Mhm. Und es gibt eine persönliche Grenze. Ich wollte den Leuten auch zeigen, dass sie das nicht alles mitmachen müssen. Sie wollte zeigen, ihr könnt dem widerstehen. Ihr habt die Wahl. Ihr könnt aufstehen und gehen. Was sich daran aber auch widerspiegelt, ist so eine Erwartung. Du kannst dich gegen jedes Unrecht wehren. Du musst nur aufstehen. Und damit auch faktisch eine Beschuldigung für benachteiligte Gruppen. Meine Güte, wenn ihr diskriminiert werdet, dann steht doch auf und sagt was. Und wenn sie aufstehen und was sagen, dann beschweren wir uns, weil sie extra Rechte wollen. Oder weil wir das als Sonderbehandlung wahrnehmen. Oder weil wir denken, unser Sozialsystem wird ausgenutzt. Oh. Weißt du immer noch nicht, dass du aufstehen sollst, wenn ein Plakat vorgelesen wird? Die Verunsicherung unter den Teilnehmern nimmt zu. Na komm, so schwer ist es nicht. Sobald ich das vorlese, diskriminiere ich auch. Ja. Und deswegen möchte ich das nicht vorlesen. Lies es einfach vor. Warum? Lies einfach das ganze Plakat. Hauptsache, meine Tochter kommt nicht mit so einem Blauäugigen nach Hause. Wahnsinn. Kommt mir nicht mit so einem Blauäugigen nach Hause. Lies es einfach komplett vor. Macht man das durcheinander hier? Ja, ein wenig. Sorgt das dafür, dass man nichts mehr geregelt kriegt, was man eigentlich normalerweise absolut leicht hinkriegen könnte? Ja. Ist das nicht das verdammt unfair? Ja, ist es. Ich finde, das muss man auch positiv hervorheben, dass sie das nicht so mit sich machen lassen wollen. Das ist auch nicht ganz selbstverständlich für die Bürger einer Gesellschaft. Und gleichzeitig finde ich immer wieder faszinierend an diesem Workshop, diese Konstruktion, wie diese Ohnmacht systematisch erzeugt wird. Erste Zuhörregel. Gute Zuhörer haben ruhige Hände, Füße und Mund. Schreibt's auf, bevor es vergibt. Der Kursleiter diktiert dem Blauäugigen die Zuhörregeln. Dabei macht er sie auf jeden Fehler aufmerksam. Der Druck wächst. Und mit ihm die Fehler. Schließlich erfüllen die Blauäugigen die Erwartung, sie seien unfähig. Jetzt hat sie geschrieben, gute Zuhörer haben ruhige Hände und einen Mund. Entschuldigung, nein, und einen zum Mund. Ich habe mich sehr erschrocken, was das bei mir ausgelöst hatte. Da habe ich gar nicht mit gerechnet, gerade weil ich ja im Hinterkopf wusste, es ist nur ein Experiment. Wahrscheinlich sind die alle gar nicht so. Aber trotzdem kam man so in die Situation rein, dass ich nicht mehr in der Lage war, diesen einfachen diktierten Satz richtig aufzuschreiben. Und man dachte nur so, das ist total unangenehm. Und das ist eine der Sachen, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, was es mit einem anrichten kann, diese permanente Verunsicherung. Währenddessen treffen draußen zwei Aussteigerinnen aufeinander. Eine Braunäugige und eine Blauäugige. Annette und Karen konnten die Dynamik in ihren beiden Gruppen nicht ertragen. Da oben haben wir das Gefühl der Stärke gehabt als Gruppe. Mhm. Wir konnten dem was entgegensetzen, was da von uns verlangt wurde. Und dieses Umstehen hier wieder runter in diesen Raum und dann nochmal in eine Situation kommen, wir in der Mitte, da auf kleinen Hockern und an der Seite dieses Tribunal, was da so aufgebaut war und dann der, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der Moderator da, der einen nach dem anderen fertig machte. Den Vorwurf, den ich ein bisschen an mich habe, ist, dass ich tatsächlich zu früh aufgegeben habe und vielleicht zu hohe Erwartungen an andere hatte, dass sie
jetzt auch so schnell das realisieren müssen, was ich realisiert habe. Ihr könnt mir mal beweisen, wie intelligent ihr seid. Im Workshop geht es jetzt mit einem Wissenstest weiter. Und los. Zeit läuft. 15 Sekunden pro Frage. Allerdings wird hier nicht westliches Allgemeinwissen abgefragt. Die Fragen kommen aus einem fremden Kulturkreis. Um sicherzustellen, dass die Braunäugigen besser abschneiden, hat Jürgen Schlicher ihnen die Hälfte der Antworten vorab verraten. Was hat es mit diesem Test auf sich? Was wir hier beobachten, ist ein Phänomen, das sich stereotype Bedrohung oder Stereotype Threat nennt. Was sich sehr, sehr oft zeigt, in der Forschung sehr gut bestätigt ist. Daran erinnert zu werden, dass negative Leistungserwartungen herrschen. Du bist eine Frau, du kannst kein Mathe. Du bist Afroamerikaner, du bist nicht gut bei Intelligenztests zum Beispiel. Allein das Wissen um diese potenzielle Erwartung führt dazu, dass die Leistung schlechter wird. Und als Mechanismus wird vermutet, dieser Stress, der davon ablenkt, sich auf die eigentliche Aufgabe zu konzentrieren, und die Angst davor, dieses Stereotyp zu bestätigen. Und das beobachten wir hier bei jeder einzelnen Person. Die Braunäugigen schneiden im Test, wie erwartet, gut ab. Den Blauäugigen wird dagegen erneut vor Augen geführt, dass sie den anderen Teilnehmern unterlegen sind. Der hat das Blatt von Nele. Da ist kein Name drauf. Ist das deins? Ja. Eins. Ei. Aber dann kriegst du abgezogen, weil kein Name drauf. Ach so. Die Braunäugigen haben sehr kalt, ernst und distanziert auf mich gewirkt. Allein schon, dass sie in so einer gehobenen Position gegenüber uns saßen. Und ja, mit der Zeit, auch weil keine Reaktion von denen kam und eher Abneigung uns gegenüber, kam auch eine gewisse Antipathie auf. Okay, alle, die mehr als 13 Punkte haben und damit den Test bestanden, mal eben aufstehen, bitte. Niemand von euch 13 Punkte? War das zu schwer für euch? Wie Menschen für dumm gehalten werden, wie Menschen systematisch so erscheinen können, als wären sie dumm, das können wir hier erleben. Dadurch, dass wir wussten, dass es fingiert ist, war es ja klar, dass alle schlecht abschneiden, nicht? Und dass sie dann nur irgendwie 2-3 Punkte haben. Wobei auf der Seite habe ich gesagt, Mensch, die hätten ja auch alle so 6, 7, 8 Punkte haben können. Nicht? Also man hat halt an dem Ergebnis gemerkt, dass sie total demoralisiert worden waren. Die konnten sich gar nicht mehr auf den Test konzentrieren. Ich konnte nur drüber lachen, denn es war zu unrealistisch. Es war Braun konstant, war 14, 15, 16 Punkte. Wir waren 1, 2, 3 Punkte. Ich habe selber auf dem Test, glaube ich, nur 4 Sachen angekreuzt. Nämlich das Einzige, wo ich wirklich wusste, was es ist. Es war für mich eine klare Geschichte, dass es nur wieder ein weiterer Punkt war, an dem man uns bloßstellen wollte. Nach 3 Stunden beendet Jürgen Schlicher schließlich die systematische Diskriminierung der Blauäugigen. Der Übungsteil ist vorbei. Jürgen Schlicher. Man sieht die Erleichterung. Das wollte ich nämlich fragen, ne? Die Gesichter. Was? Meine Güte, und man sieht aber auch die Anstrengung. Schauen Sie sich das an. Ich sehe hier zum Beispiel im Gesicht eines Braunäugigen dieses So what? Wisst ihr was, wie oft ich sowas durchmache? Und ich kann nicht gerade mal schnell rausgehen und dann ist wieder gut. Ich sehe aber ganz viel Erschöpfung gerade bei den Blauäugigen. Die sind müde, die sind fertig. Ja? Das war extrem anstrengend. Das waren jetzt 3 Stunden. Ja, das war eine ganz kurze Zeit und hier war so furchtbar anstrengend. Beide Seiten sind froh, dass dieser Teil des Workshops vorbei ist. Vor allem die Blauäugigen atmen auf. Sie wurden seit dem Morgen diskriminiert und im Ungewissen gelassen. Jürgen Schlicher bittet alle Teilnehmer aufzuschreiben, was die vergangenen Stunden in ihnen ausgelöst haben. 3 Adjektive, 3 W-Wörter. Wie ging's euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Die Blauäugigen haben erlebt, wie es sich anfühlt, von einer ganzen Gruppe unterdrückt zu werden. Stefan. Also ich habe mich ausgegrenzt, unsicher und wütend gefühlt. Du warst wütend? Ich war in gewisser Hinsicht wütend, ja.
Das macht dann auf Dauer Rasen, wenn man die ganze Zeit nett jemandem entgegenkommt und dann auch noch in der permanenten Nummer nur angemacht wird für irgendwelche Sachen, für die man nichts kann. Das ist man nicht so gewohnt. Das hat man auch nicht so, diese Werte hat man nicht so vermittelt bekommen. Deswegen. Ich war zunächst einmal irritiert. Natürlich habe ich mich, das war ja auch Sinn der Sache, herabgewürdigt gefühlt. Und dann hat es in mir eine gewisse Trotzreaktion ausgelöst, so nach dem Motto, so schnell könnt ihr mich nicht verarschen. Helle. Übergang. Eingeschüchtert und einsam. Einsam? Mhm. Obwohl wir ja ständig in der Gruppe waren und man sich ja auch wirklich gut unterhalten hat, waren trotzdem zwischendurch immer mal so Situationen, dass man nicht wusste, ob man sich der Gruppe anpassen sollte oder man sich eigentlich doch anders gefühlt hat und doch nicht der Meinung war. Aber durch die Gruppendynamik hat man dann doch eher mitgezogen. Diese Gefühle sind innerhalb kurzer Zeit entstanden. Sie lassen erahnen, wie sehr permanente Herabsetzung und Ausgrenzung Menschen zermürben können. Die Menschen, die heute hier waren, die Teilnehmer, die diese Rolle kennen des Diskriminiertwerdens, wenn sie sie kennen, heißt es, dass in unserer Gesellschaft diskriminiert wird. Und sie haben sie wiedererkannt, ganz deutlich. Und das heißt, dass wir noch lange nicht in einer gleichen Gesellschaft angekommen sind. Nach einer kurzen Pause hat jeder Teilnehmer die Möglichkeit, über seine Erlebnisse zu sprechen. Sie alle wurden heute unfreiwillig Teil eines Diskriminierungssystems. Wie hat sich das angefühlt und wie beurteilen Sie Ihr eigenes Verhalten? Moderator Amius Haptu und die Experten kommen dazu. Für die Auswertung sitzen jetzt alle zusammen im Kreis. Ja, hallo. Mein Name ist Amius und ich habe gemeinsam mit unseren beiden Experten den heutigen Workshop vom Nebenraum aus begleiten dürfen. Beide sind im Bereich Rassismus und Toleranz aktiv bzw. lehren und forschen es und würden jetzt ganz gerne mit euch gemeinsam in dieser Runde über eure Erfahrungen und Reaktionen sprechen. Ja, und Herr Schlichter, vielleicht direkt an Sie die erste Frage. Wie war die Situation für Sie, nachdem Sie die Krawatte abnehmen konnten und aus Ihrer Rolle der böse Mann wieder normal sein konnten? Das ist eigentlich immer so der erleichterndste Moment in diesem Workshop. Ich glaube, es ist relativ einfach, Leute zu diskriminieren. Ich glaube, es ist auch relativ einfach, es zu lassen, aber es zu tun und genau zu wissen, was man damit verursacht oder auslöst bei Leuten. Ich bin immer sehr froh, wenn ich an dem Teil des Workshops angekommen bin und tatsächlich die Krawatte dann auch loswerden kann und vor allem mit den Menschen dann wieder menschlich umgehen kann. Seit dem Morgen wurden die Blauäugigen ausgegrenzt und diskriminiert. Für wenige Stunden sollten sie erleben, wie es sich anfühlt, Teil einer Minderheit zu sein. Hört euch noch mal an, was passiert, wenn man eine Gruppe von Leuten aufteilt nach einem willkürlichen Merkmal und Leute anfängt, so zu behandeln, als wenn die Vorurteile, die wir über sie gesagt haben, als wenn die stimmen würden. Verunsichert, minderwertig, unterlegen. Für mich ein bisschen erschreckend, weil neben mir ist zum Beispiel die blauäugige Julia gesessen, mit der ich mich vorher super unterhalten hatte. Und wo ich dann rübergeschaut habe zu ihr auf dem Blog, habe ich dann mir schon gedacht, so alles klar, so super hat sie sich jetzt nicht gefühlt. Eingeschüchtert und einsam. Fällt euch was auf an den Begriffen? Das ist keine schöne Perspektive. Keine schöne Perspektive. Wie ist es Jürgen Schlicher gelungen, die Braunäugigen so zu manipulieren? Wie konnte er eine Situation schaffen, in der Diskriminierung nicht nur geduldet, sondern auch tatkräftig unterstützt wurde? Eins? Ja. Eins. Ei. Aber dann kriegst du abgezogen mit meinem Namen. Ach so. Und du hast wirklich bis zum Schluss nicht gemerkt, dass das Ding eine zweite Seite hatte? Doch, aber ich war zu langsam. Okay. Du hast dann halt mal gesagt, die Blauäugigen, die haben doch keine Ahnung, denen muss man das tausendmal erklären. Du hast so quasi das in uns reingepusht, quasi durch Bemerkungen. Was ich besonders abstrus fand, aber irgendwie auch logisch klingen kann, dass dadurch, dass das Melanin fehlt, beziehungsweise die Augenfarbe fehlt, die Sonne natürlich viel stärker aufs Hirn scheint und dass natürlich Hirnzellen verbrennt. Deswegen sind blauäugige Menschen auch dümmer. Wie schnell man an sowas gefangen ist. Hitler hat es ja auch nicht anders gemacht, so im Endeffekt. Ne? Ja, ihr seid die Bösen, ihr seid die Schlechten, ihr seid die Juden, ihr seid ihr das eine. Diskriminierung funktioniert nach einem einfachen Prinzip. Ein klares Feindbild wird geschaffen. Ob Hautfarbe, Herkunft, Religion oder sexuelle Orientierung spielt dabei keine Rolle.
Jürgen Schlicher möchte wissen, wie die Braunäugigen die blauäugige Minderheit wahrgenommen haben. Aggressiv, angespannt und überfordert. Empörung und Hilflosigkeit. Ich habe teilweise gebrochene Menschen gesehen, eingeschüchterte Menschen und sehr frustrierte Menschen. Also ich habe sie verunsichert, verletzt und ein bisschen egoistisch wahrgenommen. Weil das kommt immer auf den Blickwinkel drauf an. Also egoistisch dann mit den Schildern zum Beispiel, weil das ging ja alles auch in unserer Zeit. Das ist so der Blickwinkel einfach in dem Moment. Wo waren da Begriffe wie stark, couragiert, hilfsbereit untereinander? Das habe ich auch nicht so gesehen. Ich habe die eher gesehen, dass sie sich gegenseitig in die Pfanne hauen, dass sie nicht solidarisch sind, dass sie das ausgehalten. Ja, das ist richtig, aber auch nicht alle. Ja, aber was die Solidarität angeht, das ist, glaube ich, das hat es bloß unterstrichen, weil der Jürgen die ganze Zeit gesagt hat, was ist denn jetzt hier total unsolidarisch? Das hat er uns bloß gesagt. War aber eigentlich auch gar nicht so, weil am Anfang so, komm, wir machen Platz, setz dich hin, du bist dran oder hey, du bist dran oder da sind wir jetzt oder so. Das ist mir schon aufgefallen. Was ich entscheidend für den Workshop finde, egal wie ihr euch heute verhalten habt und egal in welcher Rolle ihr wart. Ich glaube, wir haben ein bisschen sehen können, wie Diskriminierung funktioniert, wie Manipulation funktioniert. Wir haben ein bisschen sehen können, was es bedeutet, wenn Leute aufgrund von irgendeinem Merkmal, sei es die Augenfarbe, sei es die Sexualität, sei es die Hautfarbe, sei es die Größe, sei es eine Behinderung, anders behandelt werden als andere. Und welche Wirkung das auf diejenigen hat. Und ich glaube, dass auch deutlich geworden ist, welche fatale Wirkung das eben auch auf diejenigen hat, die rechts und links daneben stehen und sich das angucken. Wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr euch einfach in solchen Situationen, wenn ihr privilegiert seid, anders verhalten. So einfach ist das. Wenn ihr anfangen würdet, in so einer Situation was zu sagen und dafür zu sorgen, dass das aufhört, wird die Situation sich sofort verändern. Einige Teilnehmer haben schon Erfahrungen mit Rassismus und Diskriminierung gemacht. Für sie ist das Alltag. Was passiert eigentlich real? Mit Kopftuch ist es einfach so, dass man daran wirklich scheitert, dass man keinen Job bekommt. Meine Mutter zum Beispiel ist eine hochqualifizierte Germanistin, schon als Germanistin nach Deutschland gekommen zum Promovieren, aber hat jahrelang erstmal gar keine Arbeitserlaubnis gehabt und dann, als sie sie hatte, ist sie halt daran gescheitert, dass sie mit Kopftuch einfach nicht arbeiten durfte. Und das hat dann persönliche Konsequenzen. Und dann heißt es von außerhalb immer, ja, die Frauen mit Kopftuch, die werden ja immer zu Hause festgehalten und dürfen nicht arbeiten, wenn man sie auch nicht lässt. Mehr als ein Drittel aller Ausbildungsbetriebe würde keine Kopftuchträgerin einstellen. Die Blauäugigen, die haben das wirklich erlebt, was es bedeutet, diese kleinen Situationen der Missachtung zu erleben. Was es bedeutet, nicht erwünscht zu sein und das Gefühl zu haben, egal wie ich mich verhalte, es ist falsch. Und in diesen Situationen einfach zu signalisieren, ich fühle mit dir, ich trage das nicht mit und ich bin bereit, auch einzuschreiten. Das ist das, was wir als Zivilcourage bezeichnen. Nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, auch an Schulen, in sozialen Netzwerken und in Vereinen werden Menschen diskriminiert. Okay, eigene Erfahrung gemacht mit dem Thema? Genau. Und dann kommt man auf den Punkt, dass man, wenn man in so eine Situation kommt, möglichst so handelt, damit man möglichst wenig abkriegt. Ja, einfach so ein Selbstschutz, den man so dann hat, um keine Kritik einzustecken oder irgendwie blöd dazustehen, sich zu blamieren oder sowas. Darf ich dich dann fragen, warum musst du das? Optisch gesehen habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass du es müsstest, irgendwie eine Schutzfunktion einzunehmen oder so. Na gut, also ich meine, alleine schon durch die Homosexualität, die man eben hat. Das wusste ich nicht. Welche Erfahrung hast du persönlich gemacht, wo man sagt, okay, das hat mit Diskriminierung zu tun? Die schlimmste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist beim Fußball direkt, weil ich ja selber auch Fußball spiele und habe in einem Verein gespielt, 10 Jahre lang. War dort integriert, war im Vorstand integriert, hatte eine Jugendmannschaft, die ich mit trainiert hatte. Mhm. Und nach meinem Outing, ein paar Wochen später, war ich ausgeschlossen aus dieser Mannschaft. Die haben mit mir von der Jugend an trainiert, ich mit denen auch und so weiter und so fort. Und nach meinem Outing war das sofort vorbei mit Beleidigungen, Hinterlader, lauter solche Sachen. Mein Trainer stand hinter mir und dann gab es eben diese Situation, die es so oft gibt und die auch klischeebehaftet ist. Ich stand alleine mit meinem Trainer in der Dusche. Und die anderen Spieler haben teilweise auch ausgezogen, in der Kabine gewartet, bis ich eben fertig bin mit Duschen und sind dann duschen gegangen.
Und das war so für mich der Punkt, wo ich dann gesagt habe, so hier ist jetzt Ende, hier ist Schluss, hier ist mehr will ich nicht mehr, mehr kann ich nicht mehr. Und habe dann da auch aufgehört, Fußball zu spielen. Die Leute kannten ihn, das waren seine Kumpels, die haben mit ihm trainiert. Das hat mich extrem schockiert. Da hatte ich hatte selber noch keine Berührungspunkte, habe selber gar keine Probleme in dieser Hinsicht. Dass sowas passieren kann, auch heute noch, hat mich sehr schockiert. Da hätte ich nicht mit gerechnet. Was sowohl die Teilnehmenden als auch wir als Zuschauenden aus dieser Übung lernen, ist, dass wir hinterfragen müssen, warum wir manchmal urteilen. Meistens sind wir uns dessen nicht wirklich bewusst. Wir haben im Normalfall keine bösartigen Motive. Wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir aber eventuell so etwas tun, dann können wir anhalten und nachdenken, mich fragen, was weiß ich über diese spezifische Person, mit der ich gerade interagiere, und was glaube ich zu wissen aus Informationen, die ich aus zweiter Hand habe. Viele Teilnehmer wurden heute an ihre Grenzen geführt. Einige haben diese sogar überschritten. Ich möchte an dieser Stelle noch mal kurz der Nele Dankeschön sagen. Ihr habt das alle gar nicht mitbekommen. Scheder hat mit Nele gesprochen, hat gesagt, willst du das wirklich machen? Willst du jetzt wirklich diesen Kragen ablegen und sagen, das war's? Oder willst du erleben, wie es ist für die andere Seite? Und Nele hat das eigentlich super argumentiert, warum sie da nicht noch mal reingehen möchte. Draußen war für mich ein unglaubliches Schlüsselerlebnis. Ist dir klar, dass dann wurde mir gesagt, schauen Sie doch mal nach rechts. Der Mann, der neben mir steht. Ja, ja, du kannst deinen Kragen abnehmen. Er nicht. Und dann kam ich ins Spiel und ich so. Und dann hat es bei mir eigentlich sofort Klick gemacht und ich gesagt, natürlich behalte ich den Kragen um. Ich möchte da sofort wieder rein. Um zu wissen, wie es für die andere Seite ist, aber wollte eigentlich gehen. Komm, ich sag einfach Dankeschön dafür, komm. Dankeschön, dass du dich. Der heutige Tag hat gezeigt, wie schnell ein Mensch zum Opfer oder auch zum Täter werden kann. Für alle eine einschneidende Erfahrung. Man muss Diskriminierung nicht immer bemerken, das heißt aber nicht, dass sie nicht da ist. Ich bin über mich so ein bisschen erstaunt, dass ich nicht nach meinen Werten gehandelt habe und quasi doch auch etwas wie gelähmt war. Man schaut jetzt auch die Leute mit einem ganz anderen Blick auch an. Deswegen war die blauäugige Rolle gut, um mal zu spüren, diesen Druck, der von außen kam. Die Leute wollen, dass sich Ausländer oder Minderheiten, dass sie sich integrieren in die Gesellschaft. Aber wenn man in einer solchen Situation so intolerant behandelt wird, dann kann ich das absolut verstehen, wenn sich da Leute separieren in ihrer Gruppe, so wie wir das ja auch gemacht haben als Gruppe. Ja, wir kommen langsam zum Ende und dementsprechend würde ich Sie noch mal gerne bitten, Herr Schlicher, ein persönliches Fazit vom heutigen Workshop zu ziehen. Wir haben es hier mit unglaublich offenen und ehrlichen Menschen zu tun gehabt, die, glaube ich, sich selber und allen anderen ermöglicht haben, die Mechanismen von Diskriminierung zu verstehen und, so wie ich gerade die Nachbesprechung hier wahrgenommen habe, auch eine große Motivation haben, dafür zu sorgen, dass in Zukunft der Anteil an Diskriminierung, zumindest in der Umgebung derjenigen, die hier waren, garantiert weniger wird. Das erfüllt mich mit Hoffnung. Eine ideale Gesellschaft wäre sicherlich eine Gesellschaft, in der Vielfalt Anerkennung erfährt. Die Tatsache, dass Deutschland so vielfältig ist, aber trotzdem versucht, alles zusammenzubringen, damit Integration könnte auch passieren, das ist sehr schön. Gerade als jemand, der eigentlich noch nicht so viele Berührungspunkte hatte, auch noch nie sich in einer Opferrolle in diesem Zusammenhang befunden hat, war es wirklich eine starke Erfahrung. Es ist auf jeden Fall wichtig, sich in Menschen hineinzuversetzen, mal die andere Seite, andere Position einzunehmen. Vielleicht kann man Dinge besser verstehen, wenn man sie im eigenen Leib auch erfühlt.